Herzlich willkommen zu unserem Webseminar Ehrungen in SBR Lokal. Mein Name ist Susanne Weber und an meiner Seite darf ich die Silvia Schmidt begrüßen, die bei uns das Thema Ehrungen im Haus begleitet. Wir werden sie heute ein wenig in das Thema einführen. Wir haben das Webseminar heute zweigeteilt. Das heißt, wir gehen erst noch mal ein bisschen auf die Ehrungen an sich ein und gehen danach darauf ein, wie das nun technisch neu in SBR Lokal aussieht. Das werden wir uns dann auch ganz praktisch am Bildschirm angucken. Wenn Fragen auftauchen oder irgendwas unklar ist, etwas zu schnell geht, bitte einfach im Chat kommentieren. Den Chat, den findet man unten auf der Seite. Wir werden versuchen, die Fragen jederzeit aufzunehmen und dann würde ich sagen, starten wir einfach und ja, ich wünsche uns einen kurzweiligen Vortrag. Silvia, dann würde ich jetzt einfach mal einblenden, dann darfst du starten. Genau. So, ich wollte Ihnen kurz mal was erklären über die Ehrungen des Sportbundes Rheinland, dass es da halt die Ehrennadel in Bronze, in Silber und in Gold gibt. Und Susanne, tust du weiter, Dicken dann? Habe ich hier auch ein bisschen aufgeführt, dass es die Ehrennadel in Bronze, Silber und Gold gibt für Frauen und Männer, die sich halt durch langjährige verdienstvolle Mitarbeit ausgezeichnet haben, dass man für die Ehrennadel in Bronze die 10-jährige Tätigkeit, ehrenamtliche Tätigkeit benötigt. Für die Verleihung der Silbernen ist dann die 15-jährige Tätigkeit Voraussetzung. Und Voraussetzung für die Ehrennadel in Gold ist die 25-jährige Tätigkeit. Jedes Mal ist aber bei Silber und bei Gold die davorliegende Ehrung halt, müsste schon verliehen worden sein. Und dann gibt es halt noch den Ehrenbrief, der wird halt für besondere Verdienste um die Förderung des Sports an Frauen und Männer verliehen, die sich besondere Verdienste um den Sport erworben haben. Die nächsthöhere Ehrung, also wenn ich Bronze gekriegt habe, muss ein Zeitraum von 5 Jahren dazwischen liegen, um die Silberne zu kriegen. Die Ehrung wird durch ein Präsidiumsmitglied durchgeführt oder von einem Präsidiumbeauftragten Vertreter. Das kann dann der Sportkreisvorsitzende sein aus Ihrem Sportkreis dann. Oder halt ein Vertreter vom Sportkreis. Die Ehrungen sollten möglichst noch während der aktiven Zeit oder zum Ende dieser Zeit, also wenn einer seine ehrenamtliche Tätigkeit beendet, sagen wir mal jetzt, der beendet die mitten im Jahr und im Januar ist die Jahreshauptversammlung, kann natürlich diese Ehrung dann noch erfolgen. Sie sollte halt nicht Jahre später sein, weil dann der Zusammenhang zu dieser Ehrung nicht mehr besteht. Ehrungen durch den Sportbund setzen in der Regel eine vorherige Verbands- oder Vereinsehrung voraus. Gewünschte Ausnahmen sind eingehend zu begründen. Es könnte sein, dass ein Verein gar keine Ehrungen ausspricht oder halt die Person jetzt von einem Mehrspartenverein Vorsitzender ist, dann wird er ja von einem Fachverband keine Ehrung kriegen, weil er ja halt für den ganz kompletten Verein zuständig ist. Die Zeiträume der verdienstvollen Tätigkeiten, die der jeweiligen Ehrung vorausgehen sollen, sind Mindestanforderungen. Also die Ausnahme sollen da auch nicht gemacht werden. Die Frist von 5 Jahren für eine nächsthöhere Ehrung durch den Sportbund kann in keinem Fall unterschritten werden. Also diese 5 Jahre sollten schon festgehalten werden. Wenn natürlich jetzt ein paar Tage oder eine Woche bis zur nächsten Jahreshauptversammlung fehlt, dann gibt es da schon eine Regel, dass wir das halt machen können. Ja, und für die Verleihung der Ehrennadel in Gold, weil das halt unsere zweithöchste Ehrung ist, der Ehrenbrief ist die höchste, müssen die in der Ehrungsordnung geforderten Voraussetzungen noch besondere Verdienste dargelegt werden. Das kann halt jetzt sein, dass der halt 25 Jahre den ersten Vorsitz in einem Verein hatte. Das wäre halt so ein besonderer Verdienst noch für die Verleihung der Ehrennadel in Gold.
Dann geht's weiter. Ja, die genannten in der Ehrungsordnung für die Vorlage von Ehrungsanträgen sind Ausschlussfristen. Die Ehrungsanträge sind über ihren jeweiligen Sportkreisvorsitzenden vorzulegen. Wenn ein Fachverband eine Ehrung einreicht, kann der die direkt beim Sportbund Rheinland einreichen. Und die Ehrungen selbst sind stets in einem würdigen Rahmen. Würdiger Rahmen ist eine Jahreshauptversammlung, kann aber auch ein Sportfest sein oder bei einer Jubiläumsveranstaltung. Jedoch sollten da grundsätzlich nicht mehr als 3 Personen zeitgleich geehrt werden. Sonst ist das so eine Massenabfertigung von Ehren und da verliert die einzelne Ehrung halt so ihren Charakter. Und gleichzeitig sollte auch bei einer Veranstaltung nicht noch eine Ehrung durch den Fachverband oder dann noch durch den Verein, dass halt eine Person auf der Bühne steht und 3 Ehrungen dann erhält. Dann sollte halt die Sportbund-Ehrung im Nachgang verliehen werden. Das war es, glaube ich, schon. Ne? Wir stehen hier zu Fragen von Ihnen. Wenn Fragen sind, die ganz gerne in den Chat. Ansonsten würde ich auf jeden Fall schon einen Hinweis aufgreifen. Hier stand drin, dass Vereine die Ehrung über die Sportkreise einreichen müssen. Das haben wir natürlich in der Software mit abgedeckt. Das heißt, das, was wir hier heute uns angucken, erfüllt in diesem Punkt auf jeden Fall die Ehrungsordnung, sodass Sie da keine Bedenken haben müssen, dass Sie das sich heute umsonst anhören. Genau. Ich gucke nochmal in den Chat. Da ist bis jetzt keine Rückfrage. Vielleicht kommt die auch noch. Oder wir haben es nur mit Ehrungsprofis zu tun. Das kann natürlich auch der Fall sein. Dann würde ich sagen, übernehme ich einfach mal den technischen Teil. Das Thema lautet SBR Lokal. Ich blende das mal kurz ein. SBR Lokal, das ist ja das Vereinsportal des Sportbundes Rheinland, über das verschiedene Services und Meldungen an den Sportbund Rheinland abgewickelt werden können. Wenn Sie im Vereinsvorstand sind, kennen Sie wahrscheinlich schon die Meldung der Bestandserhebung oder auch die Übungsleiterbezuschussung. Und wir werden das Portal in der nächsten Zeit noch ein wenig ausbauen und die Möglichkeit, die Ehrungen hierüber einzureichen, ist jetzt der erste Schritt. Wenn Sie SBR Lokal kennen, also www.sbr-lokal.de einfach im Browser eingeben, dann kommen Sie an Ihr Anmeldefenster und da hätten Sie in der Regel Ihre Vereinsnummer. Wir machen das heute mit einem Test und Ihr zugesendetes Kennwort und dann können Sie sich anmelden. Und kommen auf die, na, das ist jetzt falsch, wir kommen eigentlich immer auf die Startseite. In der Startseite, da sind dann die beschriebenen anderen Dinge, die Sie vielleicht schon kennen, wie die Bestandserhebung oder die Lizenzen. Und da finden Sie neu nun auch das Themenfeld Ehrungen. Und da können wir draufklicken, beziehungsweise sehen wir, dass es im Ehrungsbereich 3 Funktionen gibt. Und die werden wir uns heute nacheinander angucken. Ich würde anfangen mit dem Punkt Ehrungsantrag. Hierunter verbirgt sich, wie der Name schon verrät, das Verfahren, um einen Antrag einzureichen. Wenn wir da draufklicken, dann sehen wir jetzt zuerst einmal, dass wir hier eine Übersicht kriegen, was wir als Verein schon alles getan haben. Das ist jetzt unser Testverein, deswegen sehen wir hier sehr viel. Wenn Sie das erste Mal da reinklicken, wird diese Ansicht wahrscheinlich leer sein. Man sieht den Ehrungsantrag, wann er gestellt wurde, wann er auch abgeschickt wurde und ganz wichtig, man sieht hier den Status. Darüber können Sie dann immer verfolgen, wie denn der Status Ihres Ehrungsantrages beim Sportbund gerade ist. Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal den Punkt Bearbeitung. Den sehen wir jetzt zum Beispiel hier bei diesem Antrag. Heißt, der ist noch nicht abgesendet, sieht man auch an dem leeren Feld Übertragung. Könnte aber auch Bearbeitung heißen, wenn Sie ihn vom Sportbund zurückbekommen. Dann haben wir den Punkt Ablehnung. Das heißt, wenn der Sportbund eine Ehrung ablehnt, weil die Ehrungsgründe beispielsweise nicht erfüllt sind. Und wir haben den Punkt Übernahme. Wenn Sie Übernahme sehen, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass die Ehrung, so wie sie beantragt wurde, auch dann vorgenommen wird.
Es gibt noch den Bereich Anfrage. Anfrage würde hier stehen, wenn Sie den Ehrungsantrag abgeschickt haben, aber beim Sportbund noch niemand Ihren Ehrungsantrag geöffnet hat. Sprich, die E-Mail liegt noch im Postkorb. Das soweit nur erstmal zur Erläuterung. Ich muss mir mal gerade den Chat einblenden, falls Sie Fragen haben, dass ich den dann auch sehe. Gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir ja erstmal die Übersicht. Wir haben aber vielleicht noch keinen gestellt. Das kann ich hier oben über die gelbe Leiste, über den Button Neu machen. Da können wir einfach draufklicken. Für Sie als Vereine ist das jetzt erstmal relativ einfach. Wir sehen schon, welchen Antrag wollen wir stellen, einen Ehrungsantrag. Und hier würde automatisch Ihr Verein vorgefüllt sein. Also sprich, Ihre Vereinsnummer und Ihr Vereinsname wäre hier vorgefüllt und dann können Sie direkt auf OK klicken. Es geht sowohl hier oben in der gelben Leiste als auch hier unten, unten drunter, egal wo Sie hinklicken, OK und Sie kommen weiter. Und mit dem Weiter kommen wir jetzt in einen Schritt, wo wir den Ehrungsantrag bereits angelegt haben, aber noch nicht befüllt haben. Es ist so, dass Sie künftig beim Sportbund sowohl eine Ehrung für eine einzelne Person stellen können, als auch gleichzeitig zum Beispiel zwei Ehrungsanträge einzureichen. Und deswegen gibt es diese Seite hier. Hier würden Sie jetzt sehen, wenn Sie für mehrere Personen die Ehrung beantragen, dass die hier untereinander steht. Solange wir noch nichts eingegeben haben, können wir hier einfach auf neue Ehrung gehen. Und würden da draufklicken und dann kommen wir zu einem Formular, wo wir Daten abfragen, die Sie wahrscheinlich aus dem alten Papierformular schon ganz gut kennen. Ich würde trotzdem sagen, wir spielen das einfach einmal nacheinander durch. Dann sieht man auch so ein paar Feinheiten, ein paar Infos dazu und genau. Wir haben die Ehrungsgruppe, das wäre in der Regel aktuell die Personenehrung. Vereinsjubiläen werden automatisch vergeben, da brauchen Sie keinen Antrag stellen. Und dann haben wir die Ehrungsart. Und die Frau Schmidt hat eben schon gesagt, wir haben zum Beispiel die bronzene Ehrennadel oder den Ehrenbrief. Sie sehen hier aber, je nachdem, für welche Organisation Sie drin sind, vielleicht auch noch weitere. Das hängt davon ab, für welche Ehrungen Sie Vorschläge machen können. Wir nehmen jetzt heute einfach mal die bronzene Ehrennadel als erste Ehrung. Gehen wir also regulär in der Ehrungsordnung vor. Dann würden wir uns ein Ehrungsdatum aussuchen. Jetzt weiß ich, das muss ein wenig in der Zukunft liegen, damit ich die Frist wahre. Hier gibt es keine Prüfung, ob das Datum rechts weit genug in der Zukunft liegt. Sie dürfen aber davon ausgehen, wenn Sie morgen eingeben würden, schaffen wir das als Sportbund nicht, Ihnen die Ehrung zuzustellen. Abgesehen davon, dass manche Ehrungen auch durch das Präsidium genehmigt werden müssen. Genau. Also Ehrungsdatum, das ist ganz wichtig, auch für uns hinterher zu wissen, bis wann müssen wir fertig sein, wann muss die Ehrung bei Ihnen sein. Die Uhrzeit hingegen, die können Sie auch gerne leer lassen, wenn Sie natürlich schon wissen, das soll auf der Jahreshauptversammlung stattfinden und die ist abends um 18 Uhr, dürfen Sie uns das hier sehr, sehr gerne schon mitteilen. Es ist aber kein Feld, was Sie unbedingt befüllen müssen. Dann haben wir den Ehrungsort. Und Haus steht hier, das Feld, das können Sie so füllen, wie das für Sie zu diesem Zeitpunkt schon sinnvoll ist. Schön wäre, wenn auf jeden Fall der geografische Ort da drin steht. Also ich nehme jetzt heute mal Koblenz. Wenn wir natürlich auch schon die Veranstaltungsstätte haben, können wir das dahinter setzen. Also in dem Fall mal Haus des Sports, auch wenn wir heute alle nicht dort sind. Genau. Und dann kommen die Felder, die auch bisher im Ehrungsantrag waren, die sind frei beschreibbar. Da können wir jetzt reinschreiben, was wir brauchen. Bei Begründung des Vereins wäre es sehr, sehr gut, wenn Sie uns kurz etwas zur Tätigkeit des zu Ehrenden hinterlassen. Also nehmen wir mal an, die Person, die wir ehren lassen wollen, die ist stellvertretender Vorsitzender und das von 2010
bis heute. Ja, dann haben wir Bronze hoffentlich erfüllt. Vielleicht hat sie auch noch eine andere Funktion. Vielleicht war sie davor noch der Jugendwart von 2006 bis 2010. Sie können hier so viele Informationen hinterlassen, wie Sie möchten, möglichst prägnant. Das hilft, dass keine Rückfragen zur Ehrung auftauchen. Und ja, je mehr wir wissen, desto mehr kann natürlich auch in der Laudatio auf die Person eingegangen werden. Ganz wichtig, falls eine andere Ehrung beantragt ist, was die Frau Schmidt eben schon gesagt hätte, wäre das hier zu vermerken. In der Regel ist dann eine gleichzeitige Ehrung eher ausgeschlossen. Von daher lasse ich das heute mal weg. Und die bisherigen Ehrungen, hier könnten wir jetzt zum Beispiel die Ehrung des Fachverbandes oder des Vereins aufgreifen. Also nehmen wir dann vielleicht mal die silberne Ehrennadel des Fachverbandes, welcher auch immer das dann in Ihrem Fall sein mag. Und dann könnten wir noch dahinter schreiben, dass die 2015 verliehen wurde. Ja, auch hier wieder ein frei schreibbares Feld, wo Sie gerne sozusagen hinzufügen können, was Sie zu den bisherigen Ehrungen zu sagen haben. Wenn wir dann weiter nach unten gehen in diesem Formular, das ist sozusagen zweigeteilt, dann haben wir die zweite Hälfte. Und hier fehlt natürlich noch die wichtigste Information bisher. Das ist die Frage, wer soll denn geehrt werden in Ihrem Verein? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, diese Daten zu erheben. Sie haben die Möglichkeit, das hier händig einzutragen, wobei die orangen Felder in diesem Fall Pflichtfelder wären. Ja. Männer, männlich, weiblich und die üblichen Felder. Es gibt aber auch eine Vereinfachung, wenn es sich zum Beispiel um eine Person handelt, die bei Ihnen im Vorstand tätig ist, dann können Sie diese auch finden. Hier sind jetzt die Personen hinterlegt, die Ihrem Verein als aktuelle Funktionäre zugeordnet sind. Das heißt, wenn Sie jetzt bei sich im Portal gucken würden, würden Sie hier zum Beispiel die von Ihnen gemeldeten Vorstandsmitglieder sehen. Unter Umständen auch aktuell die Übungsleiter, da sind wir aber noch am Nacharbeiten. Genau. Dann hätten wir die Person entweder ausgewählt oder händig eingegeben, je nachdem, ob wir die Person schon gefunden haben. Und dann wären wir eigentlich auch schon fertig. Den Bereich hier unten, den dürfen Sie sehr gerne weglassen. Da könnte man noch eine Funktion hinterlegen, ist aber für die Ehrung überhaupt nicht erforderlich. Und wir verarbeiten diese Daten auch nicht. Von daher können Sie sich die Mühe sehr gerne sparen und einfach sozusagen den Antrag jetzt abschließen. Wir könnten den Antrag jetzt hier abschließen. Beim Speichern. Es geht auch oben auf der Seite. Und dann sind wir wieder auf der Seite, wo wir zuvor waren. Sie sehen es, hier könnte ich wieder einen Ehrungsantrag stellen, beziehungsweise ich sehe jetzt, dass ich in diesem Fall für Benjamin Blümchen die bronzene Ehrennadel beantragen möchte. Möchten Sie jetzt eine zweite Person anlegen, gehe ich einfach erneut auf das Formular neuer Ehrung. Dann würde die hier drunter auftauchen. Wenn Sie sich nicht sicher sind und zum Beispiel sagen, ich muss nochmal nachgucken, von wann bis wann hat er welche Funktion inne gehabt oder welche Ehrung der schon hatte, dann können Sie auch jederzeit das Formular schließen, was Sie eben gesehen haben und kommen hier über den Button bearbeiten jederzeit zurück und können diesen Antrag noch ergänzen. Wenn Sie dann feststellen, der hat doch schon die Ehrung oder der möchte keine Ehrung, weil Ihnen irgendjemand das flüstert, können Sie das auch jederzeit löschen. Es ist hier also noch ein offenes System. Der Antrag ist so lange zu bearbeiten, bis Sie beschließen, dass Sie den beim Sportbund einreichen. Also vergleichbar mit dem Brief oder dem Fax bisher an uns. Und das Einreichen, das funktioniert hier oben über die obere gelbe Leiste in den Button Versenden. Das würde ich jetzt auch einfach mal machen.
Hier können Sie Ihre Daten angeben, also sprich, wer ist der Ansprechpartner im Verein. Wichtig ist, das Versenden und das Gelesen der Datenschutzhinweise zu markieren, die Sie hier übrigens verlinkt finden, und dann das Absenden. Ja, jetzt sehen wir, der Antrag wurde an den Sportbund gesendet. Sie kriegen den entsprechenden Hinweis und dass wir uns in Kürze bei Ihnen melden. Wenn ich jetzt nochmal auf die Übersicht gehe, geht genauso oben über das erneute Aufrufen des Ehrungsantrages. Dann sehen wir auch, dass wir heute am 5.5. einen Ehrungsantrag neu gestartet und übertragen haben und sehen jetzt, dass er den Anfragestatus hat. Heißt, er liegt bei Sportbund im Postkorb. Genau. Ich würde jetzt doch mal eine ganz kurze Pause machen. Ich kriege den Chat, wenn ich nicht eingeblendet. Deswegen stoppe ich das hier einmal ganz kurz. Ja, und dann können wir direkt die Frage hier im Chat aufgreifen. Gibt es nur einen globalen Zugang zu SBR-Lokal oder die Möglichkeit, persönliche Zugänge zu stellen? Es wäre interessant, wenn der Vorstand nicht das sieht, das ist natürlich klar. Es ist in der Tat so, dass jeder Verein einen globalen Zugang hat. Der ist auf die Vereinsnummer lautend und jeder Verein kann darunter, aktueller Stand, drei individuelle Accounts erstellen. Da können wir gerne auch gleich, wenn wir mit den Ehrungen durch sind, noch kurz drauf eingehen. Dann zeige ich Ihnen das, wie das geht. Und genau in dem Fall ist das auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Andere Fälle, wo das sinnvoll ist, wenn sich zum Beispiel einer um die Bestandsmeldung kümmert und jemand anders um die Lizenzbezuschussung macht, ist vielleicht auch hier Sinn, nicht einfach das Passwort weiterzugeben, sondern unterschiedliche Nutzer anzulegen. Ich würde das aufgreifen und nachher noch kurz darstellen, wie das funktioniert. Gut, weitere Fragen habe ich bisher im Chat nicht gefunden. Falls noch was sein sollte, jetzt zum ersten Punkt, sehr, sehr gerne. Ansonsten würde ich noch die beiden anderen Menüpunkte erklären und dann haben wir danach auch auf jeden Fall noch mal Zeit, Fragen zu beantworten. So, wo muss ich hin? Gut, wir sind wieder in der gleichen Ansicht wie eben. Wir sind noch in der Übersicht des Ehrungsantrags. Jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das kann ich Ihnen heute leider nur theoretisch zeigen, es gibt hier dieses Feld Ehrungen. Und unter dem Button Ehrungen, wir können das einmal aufrufen, bei mir ist das leider heute leer, weil es sich um den Testverein handelt. Hier würden Sie alle Ehrungen sehen, die Personen erhalten haben, die mit Ihrem Verein verknüpft waren. Also, wenn Sie jetzt zukünftig Ehrungen stellen, würde man hier die Ehrungen, die Sie gestellt und die auch verliehen wurden, sehen. Rückwirkend würden Sie aber auch schon Ehrungen sehen, und zwar alle, die bis jetzt über Ihren Verein eingereicht wurden. Das ist für Sie vielleicht insofern ganz interessant, da man ja manchmal auch mal gucken möchte, wer hat denn eigentlich schon eine Ehrung erhalten und die Frage, darf der eigentlich schon wieder geehrt werden? Die können Sie jetzt sozusagen selbstständig beantworten, weil Sie würden in diesem Fall sehen, wenn wir jetzt Benjamin Blümchen eben durchgewunken hätten, dann wäre er schon geehrt, hätte die Ehrungsart bronzene Ehrung und das Ehrungsdatum aus 2021 hier stehen. Und dann wüssten wir natürlich, wenn wir das nächste Mal draufklicken, der kann frühestens 2026 wieder geehrt werden. Oder auch die Frage, hat eine Person eigentlich schon eine bestimmte Ehrung erhalten? Hat sie noch gar keine erhalten? Das sehen Sie dann hier jeweils bezogen auf Ihren Verein, womit Sie einen ganz guten Überblick erhalten, wer denn gegebenenfalls schon geehrt ist. Genau. Und diese
Übersicht, die Sie hier haben, die könnte ja vielleicht auch interessant sein, wenn Sie sagen wollen, okay, wir brauchen da was für unsere Vereinschronik oder wir wollen das mal besprechen im Verein, wen wir dann vielleicht für die nächste Jahreshauptversammlung für eine Sportbund-Ehrung vorschlagen können. Dann können Sie das natürlich digital hier jederzeit nachgucken. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Ganze sich noch auf Papier rauszubringen und das finden wir im Bereich Berichte. Und wenn wir da draufklicken, dann können wir sozusagen auswählen, was wir denn gerne gefiltert haben möchten. Also wir können entweder auf die Ehrungsart filtern, das heißt in dem Fall macht nur Personenehrung Sinn. Wir können auch sagen, wer hat eigentlich schon eine Bronzene bekommen. Oder wir können auch einfach sagen, dass wir alle Personen haben möchten. Und wenn wir das filtern, dann würden wir das Ganze als in dem Fall hier oben PDF bekommen. Ich kann das durchaus anstoßen, müsste dann gleich einmal den Bildschirm ändern, damit Sie das sehen. Das ist bei mir heute natürlich auch wieder ein wenig aussagekräftig. Ist es schon da? Nee, es lädt noch. Genau, da ist es. So, und Sie sehen das, Sie kriegen ein PDF mit Ihren Daten und Sie würden dann hier unten drunter die Auflistung bekommen und könnten das dann auch vereinsintern nutzen, sowohl für statistische Zwecke als auch für die Besprechung, wer denn künftig eine Ehrung erhalten soll. Also relativ übersichtlich dieses Modul mit wenig Funktionen. Wir klicken nochmal zurück. Ach so, ich war schon richtig. Ich muss nur das andere Fenster öffnen. Genau. Ja, das war der Schnelldurchlauf schon im Bereich der Ehrungen. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu bieten im Bereich Ehrungen. Das ist mehr oder weniger das, was Sie auch als Papierantrag kannten. Was für Sie vielleicht noch interessant ist, ich habe eben gesagt, für Vereine, wir decken die Sportkreise mit ab. Wenn Sie einen Ehrungsantrag stellen, brauchen Sie nicht den Sportkreisvorsitzenden anrufen. Der kriegt eine automatische Mitteilung, dass es in seinem Kreis einen Ehrungsantrag gibt und wird Sie auch sehr, sehr gerne besuchen, wenn nicht gleich die Präsidentin vorbeikommt. Genau. Das heißt, ja, wir haben hier das Verfahren, was bisher mit Hin- und Herschicken von Faxen und E-Mails abgelaufen ist, einmal digital, mit dem Vorteil, dass Sie als Vereine jederzeit den Überblick über die Ehrungen haben und rückwirkend gucken können, welche Ehrungen es im Verein gab. Genau. So, bevor wir gleich auf die Thematik der Zugänge nochmal eingehen, würde ich nochmal die Fragerunde eröffnen. Wir sind super schnell. Ansonsten können wir natürlich auch anbieten, wenn Sie sich das Ganze über Ihren Zugang einmal angeguckt haben und dort eine Frage auftauchen sollte, dann dürfen Sie sich auch sehr gerne an uns wenden. Wir können auch gerne dann den ersten Ehrungsantrag gemeinsam durchgehen. Wobei wir eigentlich davon ausgehen, dass das meiste selbsterklärend ist. Was für Sie vielleicht noch interessant ist, jetzt haben Sie den Ehrungsantrag abgeschickt und wir im Sportbund haben den Ehrungsantrag bearbeitet. Sie müssen sich nicht jederzeit wieder ins System einloggen, um zu gucken, wie ist denn jetzt der Status. Sie haben eben angegeben, als wir den Antrag abgesendet haben, wer denn der Ansprechpartner für das Thema Ehrung ist. Diese Person, die E-Mail-Adresse, die Sie beim Absenden des Antrags eingegeben haben, erhält eine Benachrichtigung. Sie erhält sowohl im positiven Sinn die Benachrichtigung. Vielen Dank für den Ehrungsantrag. Er wurde genehmigt. Oder auch im negativen Sinne, konnte nicht genehmigt werden. Dann finden Sie dort auch in dieser Mail die Gründe, warum es nicht genehmigt werden konnte. Dann können Sie natürlich nochmal erneut einen Antrag stellen, wenn Sie meinen, dass der doch berechtigt ist.
Und falls Nachfragen bestehen zu einer Ehrung, auch dann gibt es eine E-Mail mit dem Hinweis, welche Nachfragen denn bestehen. Und dann können Sie das entweder nochmals neu im System bearbeiten, das wäre dann das Sinnvollste, oder Sie melden sich auf die E-Mail. Wenn wir das nochmal uns angucken, ein Beispiel, wie sowas aussieht. Das kann ich Ihnen sogar noch zeigen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Ablehnung vom 12.04. nehmen, ist das Bemerkungsfeld relativ knapp. Ja, es war ein Test, aber hier würde im Prinzip die Begründung stehen, die Sie auch per Mail bekommen. Also dieses Feld würde im regulären Fall etwas mehr befüllt sein. Und genauso im Bereich Bearbeitung, da komme ich nicht drauf, würden Sie auch eine Mitteilung bekommen, das ist nicht nachvollziehbar oder hier brauchen wir weitere Infos. Zum Beispiel die Frage, wenn Sie nur die Funktionstätigkeiten angeben, aber keine Daten, dann würden Sie hier eine Nachricht bekommen. Ja. Da es bisher keine weiteren Rückfragen gab, würde ich noch ganz kurz dann auch das Thema zusätzlicher Zugang aufgreifen. Hierfür gehe ich einmal auf die Portalseite, Startseite Ihres Portals. Das müssten Sie eigentlich kennen. Und dann sehen Sie hier ziemlich weit rechts das Themenfeld Benutzerkonto. Und da gibt es den Unterpunkt Vereinszugänge. Da können Sie auch selber draufklicken. Und wir sehen jetzt, der Testverein hat in der Tat mehrere Testzugänge. Und hier kann man über Neu ganz einfach einen Zugang anlegen. Sie würden einen Benutzernamen vergeben. Das kann sowohl eine Nummer sein als auch ein Klarname. Also wir könnten jetzt hier durchaus mich anlegen. Wir müssen eine E-Mail-Adresse hinterlegen, das ist wichtig. Und nochmal den Namen. In dem Fall kann ich den einfach nochmal nehmen. Eine Funktion sollte man hinterlegen. Nennen wir jetzt Ehrungsbeauftragter. Und dann können Sie auswählen, auf welche Module die Person Zugriff haben soll. Hier sind viel mehr Module, als Sie sehen. Das liegt daran, dass das ein Standard-Auswahlfeld ist von unserem Softwareanbieter. Wir verfügen gar nicht über all diese Module. Wir könnten also jetzt durchaus sagen, wir nehmen nur das, was wir möchten. Und wenn ich jetzt als Ehrungsbeauftragter nur auf die Ehrungen Zugriff haben soll, dann würde ich einfach das Themenfeld Ehrungen auswählen und ja, ich kann aktuell nicht speichern, weil der Verein die 3 Zugänge schon hat. Es würde aber funktionieren. Sollte man mit 3 Zugängen nicht hinkommen, dann bitte nehmen Sie mal Kontakt mit uns auf. Das können wir bestimmt intern nochmal besprechen, dass wir hier gegebenenfalls die Anzahl aufstocken als Sportbund. Ja. Wenn ich das speichern würde, würde derjenige, der hier per E-Mail angegeben wurde, ein bzw. 2 E-Mails bekommen, einmal mit dem Benutzernamen und einmal mit dem Kennwort und könnte sich dann einwählen. Und mit dieser Konfiguration würde er in der Übersicht nur den Menüpunkt Ehrungen öffnen können, den wir uns heute angeguckt haben. Sie können natürlich die Rechte individuell vergeben. Wir haben öfters für Vereine Sportabzeichenprüfer, die dann halt nur auf das Themenfeld Sportabzeichen einen Zugriff haben. Genau. Jetzt gucke ich nochmal schnell rein. Stoppen wir die Präsentation nochmal. Gucken nochmal in die Runde. Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt Fragen, Silvia? Ja, kann ich was dazu sagen? Ich habe sie schon gelesen. Also wir benötigen das genaue Datum, weil dieses Datum halt auch auf die Urkunde draufkommt. Sobald Sie wissen, wann die Jahreshauptversammlung stattfindet,
Sie können die Ehrungsanträge schon mal einreichen und schreiben jetzt gerade so in der Corona-Zeit, Jahreshauptversammlung, Termin steht noch nicht fest. Aber sobald Sie den dann wissen, dass Sie mir den dann mitteilen, weil das kommt ja auf die Urkunde drauf. Genau. Ansonsten, meistens steht das ja dann auch immer schon, jetzt Corona-mäßig zwar nicht, aber in anderen Zeiten steht das ja eigentlich auch schon früh genug fest, wann die Jahreshauptversammlung sein soll. Und das muss halt immer draufstehen, weil es halt auf die Urkunde draufkommt. Genau. Also in dem Fall hätten wir zwei Möglichkeiten. Sie müssen natürlich online ein Datum auswählen. Nehmen Sie am besten das Datum, wo es vielleicht sein könnte. Und dann können Sie das entweder direkt in eins der Felder unten drunter schreiben oder ins Bemerkungsfeld. Sie haben eben gesehen, als wir den Antrag abgeschickt haben, wo ich die Datenschutz- und die Richtigkeitshaken notieren musste, auch dort haben Sie noch mal die Möglichkeit, eine Bemerkung zu hinterlassen, die wir dann sehen und wo wir dann auch darauf reagieren können. Wenn der Termin noch nicht feststeht, würden wir den Antrag natürlich vorprüfen, aber wir würden keine endgültige Genehmigung zuschicken. Sie dürfen aber davon ausgehen, dass er dann bei uns eingegangen ist. Genau. Ja, Corona macht uns hier auch im Ehrungsbereich auf jeden Fall den ein oder anderen Strich durch die Rechnung. Ansonsten gilt das auch, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten da nochmal was ändern und Sie haben den Antrag schon abgeschickt. Wir können Ihnen den Antrag jederzeit wieder öffnen. In dem Fall bräuchten wir allerdings eine kurze Mitteilung von Ihnen. Und dann können wir Ihnen den Antrag wieder zurückschicken und Sie können das alles wieder bearbeiten. Genau. Kann auch so sein, dass wenn Sie jetzt das ungefähre Datum reinschreiben, ihn an mich schicken, dann kann ich ihn ja schon bewilligen, weil es kann ja sein, dass er auch, wenn es Gold ist, in die Präsidiumssitzung muss und Sie halt die Bemerkung reinschreiben, Datum steht noch nicht genau fest, genaues Datum wird noch mitgeteilt, das kann man ja dann halt auch per E-Mail oder so machen, ne, denke ich. Genau. Ja, also wir werden definitiv auch noch eine Übergangszeit haben, dieses Jahr, gerade im Corona-Jahr. Sie können natürlich das sehr, sehr gerne schon digital versuchen, mit dem Vorteil, dass Sie natürlich da auch Einblicke in die Übersichten haben. Wir akzeptieren dieses Jahr aber auch noch die Papierbewerbungen, das können wir schon dazu sagen. Und alles, was an individuellem Dialog erforderlich ist, das kann auch weiterhin per Telefon, E-Mail ausgetauscht werden. Hier geht es eigentlich darum, dass wir uns sozusagen das Papier sparen, das Hin- und Herschicken sparen und vor allen Dingen die Daten dann auch für Sie jederzeit abrufbar sind. Genau. Gut. Ich gucke nochmal in die Runde, ob wir noch weitere Fragen haben, aber das sieht aktuell nicht so aus. Dann hätten wir in der Tat wahrscheinlich mit das schnellste Abendseminar gehabt, für das es zwei Lerneinheiten gibt. Genau. Ja, wunderbar. Wir wären mit dem Input eigentlich für heute schon am Ende. Wenn Sie jetzt keine Fragen haben, dann dürfen wir uns für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Sagen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Freuen uns, wenn demnächst der ein oder andere Ehrungsantrag digital reinkommt. Wenn aktuell nichts ansteht, gerne auch im Herbst. Und stehen für Fragen jederzeit auch nach diesem Seminar noch zur Verfügung. Gerne. Vielen Dank und schönen Abend. Dankeschön. Schönen Abend.